Danke für die Bezauberung. Ich freue mich auf deine Einheit. Also, ja, ihr seht, ich habe geschwitzt, ich habe gelacht, ich habe Spaß gehabt, ich habe die Übung nicht geschafft, aber jetzt ist ganz einfach. Was ihr jetzt braucht, ist das ein oder andere Fasziengerät. Ich nehme mal zur Hand, was ich hier habe. Und ich habe was ganz, ganz Neues. Das erkläre ich gleich, was das ist. Und ihr könnt sehr gerne jegliche Faszienrolle nehmen, die ihr zu Hause zur Verfügung habt. Wir haben hier die Faszienrollen der Firma Blackroll. Und das hier ist ein ganz, ganz neues Gerät. Das vibriert noch gleichzeitig. Ihr seht, da ist ein Kabel dran. Kannst ans Telefon anschließen und macht alles von allein. Spielt Musik, gibt dir die Übung vor. Nein, das ist dann wahrscheinlich die nächste Generation. Also hier ist das Kabel nur zum Aufladen gedacht. Und dann, wenn es aufgeladen ist, dann vibriert diese Rolle, während ihr euch massiert. Und während ihr davon noch träumt und ich mir das einfach mal gönne, dürft ihr euch eure Faszienrollen nehmen und euch hinter die Schulterblätter legen. Jetzt wird es gemütlich. So, was wir außerdem noch brauchen, sind zwei Bälle. Wenn ihr diese Blackroll-Bälle habt, wunderbar. Wenn nicht, auch jeder andere Ball, auch ein bisschen weicher, kleiner, größer, taugt. Und wir sind ganz flexibel und individuell damit. Hier habe ich außerdem noch einen Duo-Ball. Wer also keine Rolle hat oder Schmerzen auf den Dornfortsätzen der Wirbelsäule spürt, der darf so einen Ball nehmen. Der lässt nämlich hier hinten die Dornfortsätze der Wirbelsäule aus. Dadurch ist weniger Druck auf dem Rücken. Und dann ist es vielleicht angenehmer. Beginnen nun im Bereich, ich sage immer so schön, wo der BH-Verschluss ist. Jetzt kommt natürlich wieder die Frage, und was machen wir Männer? Matthias ist ja nicht da. Nein, ich mache den blöden Witz nicht. Ihr könnt lange drauf warten. Ich bleibe ganz seriös heute. Die Hände stützen deinen Kopf und du lässt gerne die Ellenbogen nach vorne. Und das hat den einzigen Grund, dann rundet sich dein Rücken schöner. Du möchtest ja den Bereich zwischen Schulterblatt und Wirbelsäule jetzt mobilisieren und massieren. Und dann ist es angenehmer, wenn der Rücken rund ist. Also Arme nach vorn, Schultern fallen lassen. Halte deinen Kopf schön stabil hier vorn, roll dich mit der Einatmung nach hinten und schau, wie weit lässt sich deine Brustwirbelsäule jetzt überstrecken. Ausatmen kommst du nach vorn. Ganz weich, ganz rund und gar nicht mit Kraft. Ein und aus. So, das Schöne daran ist jetzt, dass ihr Atem und Bewegung miteinander verbinden könnt. Und dass jeder für sich in seinem ganz persönlichen Rhythmus und in seinem persönlichen Bewegungsausmaß aktiv ist. Wenn du also von Haus aus vielleicht eine festere Brustwirbelsäule hast, ihr macht einfach weiter, ich erzähle leichter, wenn ich nicht übe gleichzeitig, dann gehst du nur so weit, wie dir die Bewegung gut tut und es muss überhaupt nicht schmerzen. Ja, du spürst immer diese Punkte, wo es in einen leichten Schmerz geht und er darf auch da sein, solange ein Wohlfühlschmerz ist. Und mit der Zeit wird man auch beweglicher, wenn man mehr Wiederholungen macht. Und wenn ich jetzt, darf ich mal vielleicht an meiner Kollegin Franzi zeigen, was man verändern kann. Wenn sie nämlich jetzt den Kopf vorne lässt, und jetzt bitte ich sie mal das zu tun, die Hände richtig als Körbchen hinter den Kopf zu tun, die Ellenbogen vorn und die Rolle ein bisschen tiefer. So. Und wenn sie jetzt zurückgeht und hält den Kopf und den Nacken gebeugt, kommt sie weiter, weiter in die Brustwirbelsäulenbeweglichkeit. Und vorher war mehr die Halswirbelsäule im Spiel. Jetzt wollen wir das einfach ein bisschen verändern und fühlen. Und auch das Verändern der Rolle um 1 oder 2 Zentimeter hinauf oder hinunter, das macht so einen großen Unterschied. Finde den Bereich, der für dich wichtig ist. Wenn dir während dieser Übung der untere Rücken zwackt, dann ist die Rolle definitiv zu tief unten. Dann wirst du die Rolle höher legen und hast keine Probleme mehr. So, und jetzt machen wir noch was dazu. Wir nehmen den Kopf wieder nach vorn, rund bist du, und hebst das Becken leicht an. Dein ganzes Körpergewicht ist auf der Rolle.
Jetzt kippe dich rechts oder links, das ist eigentlich nicht wichtig. Such eine Seite und massiere diesen kleinen Bereich zwischen Schulterblatt und Wirbelsäule sanft. Wenn ihr zu Hause in eurem Alltag öfter sitzend unterwegs seid, dann kann es sein, dass ihr nach einiger Zeit dieses Spannen zwischen den Schulterblättern fühlt. Da geht wirklich so eine weiterlaufende Spannung, weil du ja die ganze Zeit das Gewicht deines Kopfes und Schultergürtels hältst. Und deine Faszien, die machen eines. Wenn sie spüren, dass da Gewicht und Zug drauf ist, dann versuchen sie, sich ein bisschen festzumachen. Sie wollen ja im Grunde das leisten, was du von ihnen verlangst. Und dabei werden sie ein bisschen mehr Spannung und Tonus aufnehmen. Das fühlt sich für dich dann nicht gut an. Immer wenn viel Spannung im Fasziengewebe ist, werden die Schmerzrezeptoren gedrückt, die werden stimuliert und die senden Signale. Wir spüren das als Muskelschmerz. Setz nochmal ab. Lass dir kurz Zeit, wenn du wieder nach hinten rollst, mal so ein bisschen hin und her zu schaukeln in der überstreckten Position, ganz sanft. Nur so ein bisschen wackeln, schaukeln, deinen Körper aushängen. Immer gut den Kopf stützen. Deswegen sind auch deine Ellenbogen vorn. Ne? Dann hast du keinen Zug auf der vorderen Schulter. Der Kopf liegt einfach. Komm wieder nach oben, roll dich, runde dich. Kipp dein Becken ein bisschen an und kippe jetzt auf die andere Seite, die du noch nicht massiert hast. Und hier bewegst du dich auf diesem kleinen Stück. Das ist nicht ein großer Spielraum, ne? 10, 15 Zentimeter vielleicht. Fühle auch die Unterschiede auf deinem Körper sein. Ihr macht wieder weiter, während ich kurz Pause mache. Ich finde, das Faszientraining eignet sich ganz toll, um wirklich Körperwahrnehmung zu schulen, um sich selbst ein bisschen kennenzulernen, in den Körper hineinzuspüren. Ja, und dann auch wirklich so Dinge wie Atem und Bewegung oder auch Beweglichkeitseinschränkungen in bestimmten Bereichen zu spüren. Zu wissen, wo sind meine Grenzen? Das eigene Gewebe im Unterschied wahrzunehmen, das ist morgens zum Beispiel viel fester als abends, habt ihr bestimmt auch schon gefühlt. Jetzt dürft ihr diese Massage gerne beenden und mit dem vibrierenden Tool ist wirklich toll. Das gibt nochmal so einen Zusatzreiz, der das Gewebe noch mehr weich macht und schneller durchblutet, denn das ist, was wir eigentlich wollen. Jetzt nehme ich die Rolle unter dem Schultergürtel raus. Leg sie mir einfach nur zwischen meine Beine und nutze sie, um ganz fließend in eine Dehnung der rückwärtigen Faszienkette zu gehen. Und hier ist mir eine Sache wichtig, das ist vielleicht auch so ein bisschen mein Fable. Ich komme ja aus der Pilates-Ecke und da zieht man sich lang. Gib dir mal gedacht Länge. Stell dir vor, jemand würde dich an deinem Scheitel ein bisschen lang ziehen. Genau. Die Wirbelsäule soll Raum bekommen, ne? Die Bandscheiben sollen Raum bekommen. Und dann legst du die Hände da auf die Rolle, wo es für dich passt. Ziehst ein bisschen die Bauchdecke ein, ganz sanft. Das ist nur zum Unterstützen deines Rückens. Und jetzt roll dich locker vorwärts. Entspanne wirklich alles auf deiner Körperrückseite. So, das heißt, wenn wir die ganze rückwärtige Kette dehnen und lang werden lassen wollen, dann ist es manchmal nötig, in der vorderen Kette ein bisschen aktiv zu sein, sprich in deinem Bauch. Lass deine Schultern dafür sinken. Das ist toll, wenn die Rolle dich mitnimmt, dann musst du den Arm nicht heben. Und dieses Nicht-Heben ist angenehm im Nacken, ne? Lass wirklich los dort. Ist ganz schön. Ich lasse meine Rolle kurz hier liegen, nehme mir jetzt einen Ball und stell die Beine locker an. Ich bearbeite jetzt einen Punkt, der wirklich bei vielen Faszienketten einfach ein wichtiger Triggerpunkt ist. Und dieser Muskel liegt hier in deinem Gesäßbereich, das ist der sogenannte Piriformis. Und den kriege ich jetzt, indem ich mich hier vorne am Beckenknochen orientiere. Ihr findet diesen Beckenstachel ganz leicht. Von dort aus roll mal deinen Ball hinter die Hosennaht. Hast du? Ja. Und jetzt, wenn du selbst so ein bisschen probierst, an welcher Stelle in diesem Bereich ist dein Gesäß druckschmerzhaft?
dann findest du den Piriformis wahrscheinlich, weil der bei sehr vielen Menschen ein bisschen zu viel Spannung hat. Jetzt legen wir uns da seitlich drauf. Wenn ihr zu Hause andere Bälle habt, das geht genauso gut. Mit Tennisball geht auch prima. Aber wenn dieser Ball hier jetzt, der ist zum Beispiel auf der Matte ein bisschen rutschig, dann legst du dir ein Tuch etwas drunter, was Griff hat. Oder hältst mit einer Hand ein bisschen fest. So, wie wir jetzt da drauf bewegen, ist gar nicht so wesentlich. Du spürst, in welche Richtung kommt Druck und wo ist dein Gewebe irgendwie fest? Wo kommt ein Widerstand? Ich arbeite mit kleinen, schaukelnden Bewegungen einfach nur an diesem Widerstand. Jetzt ist wichtig, dass ihr entspannt, dass ihr euch wirklich einlasst auf dieses Massieren. Also wenn so ein leichter Schmerz kommt, nicht dagegen angehen, nicht auf die Zähne beißen, sondern lösen. Löse die Zunge, genau, lass den Unterkiefer ein bisschen hängen. Ja, das sage ich auch immer, aber das sage ich natürlich nicht vor der Kamera, nein. Ja, wenn man den Unterkiefer hängen lässt, hat das Gesicht schon einen ganz besonderen Ausdruck. Den erspare ich euch heute, ich rede einfach weiter. Aber ich sehe euch ja nicht, insofern könnt ihr jetzt einfach machen, wie ihr wollt. So, jetzt ist es genug auf dieser Seite. Und das Bein, das massiert wurde, das beuge ich jetzt leicht. Das heißt, es kommt in die Hüftaußenrotation. Ich lasse es einfach fallen. Und meine Rolle ist für mich, wie vorhin auch, ein kleines Hilfsmittel, um fließender in die Dehnung zu gehen. Schau mal, wenn das Bein offen vor dir liegt, ja, hast du richtig Raum, kannst du dein gestrecktes Bein noch ein bisschen mehr nach außen bewegen. Die Rolle neben den Unterschenkel, wir wollen da diagonal zu diesem Bein jetzt hin. Und dann beobachtest du dich, wo spürst du jetzt Dehnung oder Spannung? Das kann ja an unterschiedlichen Bereichen deines Körpers sein. Zum einen könntest du jetzt die rückwärtige Faszienkette dieses langen Beines fühlen. Ja, könntest in der Wade was spüren, Kniekehle, Oberschenkelrückseite. Aber ihr könnt auch über die Spirallinie jetzt fühlen, dass es hier hinten im Rücken, im unteren Rückenbereich Zugspannung gibt. Je nachdem, wo ihr eingeschränkt seid. Wenn euch nichts wehtut und alles wunderbar weich und fließend geht, dann ist euer Fasziengewebe in einem gesunden Zustand. Und das ist alles toll. Mehr braucht es nicht. Ja? Wir müssen auch nicht unseren Körper massieren, wenn das Gewebe in einem wirklich harmonisch weichen und elastischen Zustand ist. Aber manchmal weiß man es vorher nicht, sondern erst, wenn man da dran geht. So, und jetzt würde ich euch bitten, mal zusätzlich eins von euren Massagebällchen noch unter das lange Bein zu legen. Da gibt es bestimmt irgendeine Stelle auf der Beinrückseite, die der ein oder andere gefühlt hat. Wer dort nichts gespürt hat, kann es auch wegtun. Aber geht mal kurz hinein in die gleiche Übung. Und während ihr jetzt das Gewicht da drauf gebt, könnt ihr auch noch den Fuß hochziehen. Ja, Zehenspitzen zu euch herziehen. Spreize mal deine Zehen und die Finger. Jetzt nehmen wir einfach alles mit. Wir gehen in die Dehnung bis in unsere Finger- und Fußspitzen. Und lassen uns mit dem Atem da hinein sinken. Genau. Und vielleicht magst du das Bein noch ein bisschen, schau mal, hin und her schaukeln. Sodass sich jetzt der Ball so richtig in das Gewebe hinein schaukelt. Das ist nämlich gut. Kommst du tiefer. Viele unserer faszialen Verklebungen in dem Bereich der rückwärtigen Oberschenkelmuskeln, die haben wir zwischen den einzelnen Muskelbäuchen, die sind in so eine Faszienhülle ja eingebunden. Und wenn diese heute gegeneinander nicht so schön gleiten können, wenn die sich miteinander verkleben, ja, dann haben wir oft auch Bewegungseinschränkungen oder Dehnschmerz. Und hier können wir jetzt den Ball zwischen die Bäuche, zwischen diese Septen schaukeln und auch mal den Ball ein bisschen höher, ein bisschen tiefer bewegen. Das Schaukeln ist toll. So ganz klein hin und her. So, und oft ist es so, wenn ihr in solchen Massageübungen seid, die ihr schon kennt, macht Mikrobewegungen. Ja? Ihr bleibt da und ihr macht nur Mini-Sachen.
Die Verklebungen, die wir da haben, sind ja oft auch nur punktuell. Die sind ja nicht im ganzen Faszienfasernverlauf. Aber wenn wir an so einer Stelle arbeiten, die vielleicht fest war, ja, und wir schaffen es, dort die Durchblutung zu fördern, dann verändert sich alles auf der ganzen Kette. Jetzt nimm mal den Ball raus. Nur den Ball erst. Geh mal nach vorn, nur mit deiner Rolle. Schau mal, hat sich was verändert? Liegt die Kniekehle besser? Jetzt gehst du über Kreuz mit der Hand hier außen an deine Fußkante. Ja? Und die andere Hand schiebt seitlich uns noch ein bisschen weiter in die Rotation. Jetzt will ich, weil das Bein schön frei ist, jetzt will ich mehr diesen Bereich hier im unteren Rücken aufmachen. Schraub dich hinein, atme und lass die Schulter fallen. Warte, geht auf. Du kommst nicht dran. So, wenn es anderen auch so geht, also du hast zwei Möglichkeiten. Du könntest das Knie ein bisschen beugen, bis du den Fuß kriegst, damit du einen Hebel hast. Und dann da hineinschieben, das würde ich machen. Oder du nimmst wirklich ein Band, ob das jetzt dieses Black Roll Band ist oder ein Handtuch, und ziehst dich dann heran. Ich will den geschlossenen Kreis, ich will die Kette. Ja, denn in der Kette erst kannst du wirklich Schub geben. Matthias, mach es so, beug dein Bein und greif dann dran. So, und wenn ihr so lange Arme habt, dass ihr sagt, ich bin ja schon dran, dann kommt der Schub, ich zeig's mal kurz, indem ich mich drehe, dann kriegt ihr das mehr an Dehnung, wenn ihr euch hier dreht, ihr schraubt euch hinein. Die Hand schiebt, die Hand zieht. Ja, versucht mal mit beiden Armen zu arbeiten, um noch mehr Rotation. Ich zeig's mal bei Matthias, ich weiß gar nicht, ob die Kamera bis dahin geht. So, wenn er mit der Hand zieht und mit der an seinen Fuß noch ein bisschen zieht und dann schraube da hinein, dann müsste der Dehnzug hier rüber größer werden. Und jetzt den Kopf mit einbinden, entspannen. Oft freue ich mich, wenn diese Zeit um ist und wir uns wieder gegenseitig korrigieren und anfassen und unterstützen dürfen, oder? Das ist so, so ein Mehrwert. Komm wieder zurück. Und nimm mal beide Beine nebeneinander. Kannst dich erinnern, eben waren wir hier in der Mitte. Du wirst zwei Körperseiten haben. Das bisschen, was wir gemacht haben, verändert einfach dein Gefühl im Körper so sehr, dass du jetzt, wenn du nach vorne rollst, mit Sicherheit spürst, die beiden Beine sind unterschiedlich beweglich, aber auch Becken und Rücken, die weiterlaufenden Linien. Es geht immer alles übers Becken weiter. Auch wenn wir von verschiedenen Faszienketten sprechen, es gibt eigentlich nur eine einzige Faszie und es gibt nur eine einzige Kette. Also es ist alles verbunden. Und wenn ich an einer Stelle meines Körpers Spannung verändere, wird sie weiterlaufen, woanders hingehen. Ja? Und dann muss ich dieser Spannung hinterherlaufen ein bisschen. Jetzt lasst ihr die Rolle nochmal liegen, nehmt euer Bällchen. Wir massieren uns den Piriformis-Bereich hier auf dem anderen Pobacken. Such nochmal den Beckenknochen hier. Roll nach hinten. Guck mal, das findest du so schon und kann sein, auf der Seite ist es an einer anderen Stelle als vorher. Ja? Leg dich jetzt nochmal drauf. Gib ein bisschen Gewicht drauf. Du entscheidest, wie viel und schaukel leicht. Es gibt gar nicht so viele Vorgaben. Bei der Faszienmassage ist es so, dass du deinem eigenen Körper folgst. Nicht jeder hat diese Spannung an der genau gleichen Stelle. So spür hinein und mach ruhig das, was dir gut tut. Wenn du es kürzer brauchst, hör früher auf. Wenn du einen weicheren Ball brauchst, ja, besorg dir einen. Faszienmassage soll und muss nicht immer wehtun. Die Stellen, die wirklich wehtun, das sind die ganz, ganz schlimmen. An die gehen wir ran, aber sanft. Und es soll sich immer schön anfühlen. So, wenn meine Kollegen anfangen, entspannt miteinander zu plaudern, weiß ich, denen geht's gut. Das ist genau das, was es braucht, mehr nicht. So, manchmal sehe ich, dass ich Teilnehmer in den Kursen wirklich so auf die Zähne beißen, oh, Schweißausbrüche kriegen, dass denen übel wird, weil sie sich so wirklich Schmerz zufügen. Das ist absolut nicht im Sinne des Faszientrainings.
So, du darfst den Ball wieder rausnehmen. Dieses Bein, das du massiert hast, beuge. Gut. Super. Die Rolle wieder innen zu deinem Unterschenkel. Und dann mach dich zuerst wieder lang. Vergiss das einfach nie. Das Langmachen entlastet deine Bandscheiben, entlastet deine Nerven. Ja, wenn zwischen meinen einzelnen Wirbeln, das wisst ihr bestimmt alles, treten diese Spinalnerven entlang der Wirbelsäule aus. Und wenn wir Faszienarbeit machen, dann wollen wir vor allen Dingen eins, wir wollen unser Nervensystem in die Richtung stimulieren, dass es entspannt. Also zumindest in dem Bereich, den ich jetzt habe, arbeiten wir im Parasympathikus am besten. So, versuche dir selbst Entspannung zu suggerieren oder sie dir ja mitzudenken. Stell dir vor, wie deine Muskeln, deine Bindegewebe weich werden. Mit jedem Ausatmen, mit jedem Hineinschaukeln kommt ein bisschen mehr Weichheit und Länge ins Gewebe. Jetzt nehmen wir uns den Ball nochmal drunter, weil es so schön war, oder? Auf jeden Fall. Such du dir deine Stelle. Ich bin drauf gewartet. Ja, ich hätte es auch fast vergessen. Ich war halt so im Hineinschmelzen. Ja, ja, natürlich. Ich war... Inzwischen ist ja so, ich weiß nicht, das wissen ja viele der IFA-Teilnehmer nicht. In den letzten Jahren, da ich älter geworden bin, habe ich mich ein bisschen verändert und habe eine Ausbildung zur Hypnose-Lehrerin gemacht. Das heißt, jetzt ist mein Schwerpunkt auf der tiefen Entspannung. Inzwischen hypnotisiere ich mich selbst mit meiner Stimme. Also wenn ich nachher einfach wegschlafe, ist einfach das Training. Okay. Bin schnell da. Auch Übungssache, das Entspannen. Das alles. Gell? Das Entspannen trainiert man genauso wie das Anspannen. Unterschätzt man. Ganz genau. Und die, die am Schluss immer sagen, oh, ich brauche mich nicht entspannen, ja, ich gehe heim auf die Couch entspannen, das sind die, die es am nötigsten haben. Aber die haben wir ja nicht im Kurs. Nein. Ball wieder raus. Und wir wollen noch mal nachdenken. Nein, nein, oder? Das, ja, 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 das war schon fast zu viel. Geht ihr noch mal in diese diagonale Dehnung? Greife außen deinen Fuß, um dich jetzt weiter hinein zu schrauben. Nimm den Kopf mit, spür mal, wo geht die Faszienkette weiter? Was ist die natürliche, weiterlaufende Bewegung? Marcel, darf ich die Musik ein bisschen leiser haben, bitte? Die Schultern sinken immer noch tiefer. Jetzt zeige ich mal hier auf der anderen Seite bei meiner Kollegin, die schon verkabelt ist, dass die Dehnung, sie ist sehr flexibel in eine Richtung, aber die Beweglichkeit, die wir wollen, ist in die Rotation. Das heißt, ich schraube sie ein bisschen mehr darüber. Oh ja, schraube. Nimm mal die Hand nach vorne und zieh dich mit deiner Hand, dass du selbst diesen Zug machst. Genau, also auch wenn man sehr beweglich ist, kann man immer noch mal irgendwas rauskitzeln. Suche dir selbst diese Bereiche, in denen du noch Spannung spürst. Und dann lass dir hier auch wieder locker. Nimm nochmal beide Beine parallel. Und schaut mal, ist jetzt der Körper ausgeglichen, wenn du nach vorne rollst, wenn du dich lang machst, ein bisschen deinen Bauch nach innen nimmst. Und willst immer weiter an deinen Füßen vorbeirollen. Wie fühlt sich deine Körperrückseite an? Großartig. Ja? Ja. Beweglicher als vorher? Ja, ein ganzes Stück. So, und das ist zum Beispiel eine sehr gute Vorbereitung. Also auch dann, wenn ihr hinterher noch was macht. Ihr werdet ja noch ein bisschen Faszien-Yoga mit uns machen. Da ist dieses vorherige wirklich... Freimachen dieser Faszienlinien eine gute Vorbereitung. Aber genauso toll ist es auch, wenn du es hinter einem, also an ein Workout anschließt, so wie wir vorher dynamische Sachen gemacht haben und jetzt kannst du noch ein bisschen mehr dein Gewebe ja, an den Stellen bearbeiten, wo vielleicht in diesen dynamischen Übungen auch Einschränkungen waren. Die Schokoladenseite und die saure Gurkenseite, ne? Also ganz toll, wenn man dann dort arbeiten kann, wo man es braucht. Und ich weiß gar nicht, gib mir mal jemand eine Uhrzeit. Wie viel Zeit habe ich denn noch? 5 Minuten.
Noch 5 Minuten, das ist super. Und die 5 Minuten nehmen wir noch für was ganz Interessantes. Ihr alle habt bestimmt ab und an das Thema, dass ihr, wenn ihr sitzt, das Gefühl habt, so in euch zusammenzusinken. Ne? Wir kennen das alle. Der Kopf ist dann derjenige, der sich nach vorne strecken muss, um irgendwie wieder was von der Umwelt mitzukriegen. Wir brauchen Öffnung hier. Und wir haben dynamisch ganz viel gemacht in die Öffnung. Und wenn ihr jetzt euer Bällchen nehmt und mit dem diesen vorderen Bereich hier rund um das Schlüsselbein bearbeitet, dann entspannt ihr diese vorderen Muskelfaszienbereiche, die nämlich loslassen müssen, damit der Arm überhaupt nach hinten kann. Also diese Muskeln, die die Innenrotation und die die Schulter nach vorne nehmen, die wollen wir jetzt in ihrem Ansatzbereich bearbeiten. Such dir mal dein Schlüsselbein mit deinen Fingern. Du gleitest an deinem Schlüsselbein nach vorn, gehst hier nach innen. Und da irgendwo, wo das aufhört und das Brustbein beginnt, da setzt man den Ball an. Also nicht auf den Hals bitte, sondern immer schön am Knochen orientieren. Jetzt nehme ich meinen Handballen da drauf und gebe ein bisschen Druck. Druck Richtung Knochen. Richte dich auf, bleib schön gerade sitzen. Entspanne Kopf und Nacken und gib nochmal leichten Druck. Und jetzt kannst du um dieses Gelenk herum, das ist nämlich ein Gelenk, wo dein Schlüsselbein am Brustbein ansetzt, leicht kreisend bewegen oder vielleicht auch nur in eine Richtung schieben. Und du wirst spüren, das ist bei sehr vielen Menschen fest, schmerzhaft. Wie geht's euch hier? Fühlt ihr die Stelle? Ja? Okay, geh mal mit ein bisschen mehr Druck ins Gewebe, also mehr an den Knochen heran. Ihr rollt noch sehr. Rollen ist sehr oberflächlich. Rollen, das durchblutet die obere Haut und das Unterhautbindegewebe ist auch toll. Aber wenn ihr wirklich jetzt die Muskelfaszie haben wollt, mehr Drucktiefe und dann sanft schieben. So als wolltest du die Haut und das darunterliegende Gewebe wegschieben. Und wenn du dann das Gefühl hast, es zieht mir die Haut mit nach außen, jetzt ist richtig. Bleib mal in dem Zug und schieb ganz langsam ein Stückchen weiter, immer am Schlüsselbein entlang. Das Schlüsselbein ist euer Leitknochen. Und wenn ihr dort bleibt, passiert auch nichts. Ja, dann kommen wir nicht an Lymphgefäße ran, wir sind nicht auf dem Brustdrüsengewebe. Es ist alles wichtig, dass wir dort nicht massieren. Aber man kann auch bei der Faszienmassage das eine oder andere falsch machen. Aber genau aus diesem Grund machen wir auch Ausbildungen zu diesem Thema. Die gehen eben nicht nur 3 Stunden, sondern die gehen 3 Tage. Denn es gibt wahnsinnig viel zu lernen zum Thema Faszien. Und es ist so spannend und interessant, weil unser Bindegewebe einfach das alles verbindende Gewebe ist. Das, was wir mit dem Bindegewebe machen, das machen wir im Grunde immer auch mit dem ganzen Körper. So eine Durchblutung dieses Gewebes, eine Veränderung dort hat Auswirkungen auf alle Systeme, alle Organe. Und darum sollte man einfach auch wissen, wie man das am besten macht und welche Dinge zu berücksichtigen sind. Schiebt ihr weiter nach außen, kommt ihr irgendwann hier so an eine Kuhle, wo euer Schultergelenk, eure Schulterkugel jetzt anfängt. Und da mache ich ganz locker einfach nur so ein bisschen Rollen, angenehm. Was? Die Kuschelmulde, auch ein schöner Begriff. Also Matthias hat immer besonders schöne Begriffe und Namen für Übungen und überhaupt ist er ja ganz kreativ, aber das wisst ihr ja alles. Und jetzt schiebt ihr nochmal so ein bisschen über die Kugel. Also das hier könnten wir machen, wenn wir jetzt viel Zeit hätten, haben wir aber ja nicht. Das heißt, wir lassen das kurz aus und ihr trotzdem, ihr spürt mal einen Moment, wenn ihr nach hinten zieht, nur den Vergleich, linker Arm, rechter Arm, fasst eure Arme rückwärts und verschränkt sie und guckt mal, ob ihr den Arm rückwärts hochheben könnt. Ja, dass ihr merkt, diese Schulter ist befreier in der Beweglichkeit. Auch wenn ihr hier oben verschränkt und die Arme rückwärts nehmt, das ist eigentlich eine Dehnung, die ihr im Trizeps spürt, hier in eurem Oberarm hinten. Aber die braucht natürlich ganz viel Schulterrotation und ganz viel Freiheit auch über die kleinen Brustmuskeln. So, jetzt locker nochmal und lass uns unbedingt die andere Seite noch machen. Lege dir dein Bällchen jetzt mit der anderen Hand über Kreuz fassend an das zweite Gelenk, dieses Gelenk zwischen Schlüsselbein und Brustbein.
Sternoklavikulargelenk, wenn ihr Latein lernen wollt, heute auch noch. So. Ja, da gibt es schon ganz Eifrige, die das sehr gerne lernen. So, wichtig ist, dass ihr nicht locker rollt, sondern dass ihr Druck gebt. Vielleicht nimmst du die zweite Hand dazu, schiebst ein bisschen mehr und lässt mal den Ball mal in unterschiedliche Richtungen wandern und spürst, wo kommt Gewebewiderstand. Und wenn es auf einer Seite nicht wehtat, kann sein, auf der anderen Seite spürst du es. Unser Körper ist nicht symmetrisch. Wir haben einen Lieblingsarm, wir haben ein Lieblingsbein. Und so sind auch die Muskeln in unserem Körper unterschiedlich stark. Also auch die Spannung im Bindegewebe unterschiedlich stark. Die wollen mich heute hier herausfordern, indem die mir dauernd anzeigen, jetzt in die Kamera gucken, dann in die andere. Wenn es so aussieht, als ob ich schiele, ist immer nur, weil ich die falsche Kamera genommen habe. Also kenne ich schon. Das machen die heute besonders gern, weil die haben sonst keinen Spaß hinter der Kamera. Und jetzt kriege ich auch noch die Uhr gezeigt, das soll ich auch noch fertig machen. Also wenn ihr mich schon mal hier einladet zum Spaß haben, ne? Dann lasst mich auch Spaß haben. Ich mache das noch bis zu Ende. Sonst lauft ihr einarmig, hinkend, mit Rundrücken auf einer Seite, heute Abend. Wohin? Nach Paris. Ich weiß nicht, was du heute dort willst, aber... Wegen dem Glöckner, weißt du? Ach so, der Glöckner. Mein Gott. Ja, so schnell bin ich nicht im Kopf. Vielleicht, wenn ich öfter hier massiere, dann läuft es besser darunter. Nee, wir wohnen ja auch nicht gerade ums Eck. Doch Franzi wohnt jetzt bei mir ums Eck. Wir können jetzt Kaffee trinken. So, seid ihr hier an der Kugel angekommen? Lass nochmal locker. So, und vielleicht macht ja die Tessia jetzt noch ein bisschen Öffnung, oder? Gerne. Vielleicht kann sie genau das, was wir jetzt gemacht haben, nämlich diese Freiheit in der vorderen Schulter, in der Brust, umsetzen in ein paar tiefgehende Dehnungen. Ich wünsche euch noch viel Spaß damit und sage Dankeschön.